haben natürlich in erster Linie die Zufriedenheit mit der Breitbandversorgung abgefragt, mit einem sehr eindeutigen Ergebnis, dass außerhalb wirklich der Städte Klagenfurt und Villach an die 60% unserer Mitglieder gar nicht zufrieden oder nicht zufrieden sind. Das heißt, sehr, sehr alarmierend. Wir haben natürlich gefragt, wie wichtig den Mitgliedern ein weiterer Ausbau ist. Da haben wir quasi ein 90% Votum, dass das zu passieren hat. Und wir haben auch abgefragt, wie zufrieden unsere Mitglieder aktuell mit den Aktivitäten sind, die gemacht werden. Und das ist natürlich sehr ernüchternd, da 80% unserer Mitglieder sagen, dass sie nicht zufrieden sind, wie derzeit die Fortschritte im Ausbau vor sich gehen. Ja, diese Forderung ist auch nicht neu. Wir bewegen uns in einer Welt, wo es jeden Tag mehr notwendig ist. Wir diskutieren alle über so viele zukünftige Themen wie 5G, autonomes Fahren. Wenn man sich anschaut, Buchungen im Tourismus, die Nutzbarkeiten. Und wenn wir dann der Realität gegenüberstehen, und das ist ja dann in der Studie auch herausgekommen, dass wir zwar in Klagenfurt und Villach annehmbare Zufriedenheitsraten haben, dass es die Geschwindigkeit annehmbar ist, aber auf der anderen Seite in allen den anderen Bezirken wirklich große Unterschiede haben. Und es ist im Prinzip eine Selbstverständlichkeit. Genauso wie ich die Schiene habe, wo wir verstärkt in Hochgeschwindigkeitsstrecken, wir bauen gerade die Koralmbahn fertig, und auf der anderen Seite bin ich in Heiligenblut nicht in der Lage, meinen Gästen oder unseren Gästen adäquate Netzleitungen zur Verfügung zu stellen. Und das ist natürlich heute wettbewerbsentscheidend. Wenn ich heute gewisse Themen nicht erreiche, werde ich in den Beurteilungskriterien von manchen Hubbets schlecht bewertet. Und das ist eine Kettenreaktion. Und wenn ich schlecht bewertet wäre, kommen natürlich zum Beispiel weniger Gäste. Aber es ist natürlich auch eine Frage bei vielen Industrieunternehmen, wo ich hohe Datenmengen übertrage, ist diese Geschwindigkeit und die Verfügbarkeit zu vernünftigen Preisen natürlich wesentlich. Die Hauptkritikpunkte sind definitiv zu langsame Geschwindigkeit. Das heißt, die Datenmengen, die bewegt werden müssen, die üblicherweise in kurzer Zeit bewegt werden müssen, ob das Cloud Computing, Videostreams, das Übertragen großer Dateien, Datenbackups, was auch immer ist, diese Geschwindigkeit ist deutlich zu gering. Und ein zweiter Punkt, durchaus in einigen Bezirken verstärkt, ist eine gewisse Störungsanfälligkeit der derzeitigen Versorgung. Das heißt, da geht es um tatsächliche Ausfälle, dass das Internet gar nicht mehr funktioniert. Naja, ich glaube, die Geschwindigkeit aufzunehmen, das ist das Um und Auf. Die jetzige neue Regierung hat das natürlich wesentlich in den Mittelpunkt auch gestellt, diesen Ausbau. Das ist ja nicht nur eine Kärntner-Diskussion, sondern sind österreichweit. Und wenn man sich andere Länder anschaut, wie weit die sind, dann ist einfach diese Geschwindigkeit aufzunehmen. Und die Schwierigkeit ist natürlich, und die ich durchaus verstehe, wir haben in den Ballungszentren hohe Abnahmeraten und wir haben in den ländlichen Regionen natürlich weniger. Aber ich muss das ausgleichen, weil stellt ja auch keiner eine Straße in Frage und sagt, ich komme dort nicht hin. Oder den Kanal stellt auch keiner in Frage, interessanterweise, oder die Wasserleitung. Also kann man das heute eigentlich auch nicht mehr in Frage stellen, sondern ich brauche es, um ein gemeinsames Wirtschaften zu ermöglichen. Also die 1000 Unternehmen haben eine ganze Menge von Fragen beantwortet. Wir haben also eine Menge von Materialien. Für uns ist es wichtig, eine Priorisierung vorzunehmen. Warum? Es ist einfach unmöglich, in wenigen Jahren flächendeckend Kärnten oder unsere Betriebe in Kärnten wirklich zu versorgen. Das heißt, es muss Prioritäten geben. Und das können wir jetzt aus diesen Ergebnissen herausfiltern. Und da wollen wir unsere Expertise, die Ergebnisse der Umfrage einbringen und auch dem Land anbieten, damit wir hier gemeinsam in den nächsten, sagen wir mal, maximal 5 Jahren tatsächlich zu einem Versorgungsgrad kommen, der dem entspricht, was unsere Unternehmen zum Durchführen ihrer Geschäfte wirklich benötigen.